herzlich willkommen zum Podcast. Hallo. Nummer 32. Ja. 32 schon, ne? Wahnsinn. Krass. Ja, kommt bald ins Rentenalter. Ding. Ja. Ja. Hätte man am Anfang ohne gedacht. 30 Jahre Lockdown. Ja. Mensch, das waren verrückte 32 Jahre damals. Ja, krass. Hätte keiner gedacht, dass es so lange dauert. Ja, Wahnsinn. Die sogenannte Corona-Zeit. Mhm. Ja. Oh Mann. Ja, schön. Fangen wir an, wa? Nützt ja nichts. Wie geht's euch, Jungs? Was macht das so? Nichts wie immer. André macht nicht wie immer? Ja. Ich weiß ja nicht. Ich mache so haufenweise Kleckerkram gerade irgendwie. Also versuche gerade neue T-Shirts zu machen und habe jetzt ein Video fertig gemacht und muss dafür jetzt noch ein Cover machen und also Kram halt irgendwie so Kleinkram, der einen irgendwie, der halt immer noch so mit dazugehört. Also jetzt nichts besonders spannendes irgendwie, glaube ich. Naja, aber immerhin. Ja, klar. Könnte schlimmer sein, ja. Wenigstens ein bisschen Solarfake relevant. Das stimmt, ja. Oh, das stimmt. Da kann ich jetzt nicht so viel beitragen. Ja. Ich harre der Dinge. Hm. Hast du alle Hände voll zu tun mit. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Naja, letztens kam ja echt mal der Gedanke, weil ich ja so viel rumgenörgelt habe letztens. Nicht, dass das irgendwann vorbei ist und wir totalen Stress haben wieder und man sich dann darüber ärgert, dass man sich darüber geärgert hat, dass es ruhig war. Und jetzt versuche ich das, jetzt versuche ich das wieder ein bisschen positiver zu sehen und zu genießen. Ja. Und klappt eigentlich ganz gut, ja. Ja, das ist doch schön. Aber André, du hast doch nicht gar nichts gemacht, oder? Das nee, ich habe das Übliche Nein. gemacht. Ich habe Bilder gemalt und Bilder gemalt, Lampen gebaut. Musik gemacht, Lampen gebaut, was ich halt immer so mache. Aber wenn ich das jetzt jede Woche sage, ich mir, das hängt den Leuten wahrscheinlich auch schon zum Hals raus, den Moment mal zu hören. wahrscheinlich kopiert Sven einfach nur die Antwort von genau. Podcast 24 jedes Mal und wir kriegen es gar nicht mit. Die ersten 5 Minuten sind immer die gleichen. Nein, dieselben. Genau. Du klappst genau. dich schon immer weg. Genau. Du hörst gar nicht richtig zu, wartest, bis wir ins genau. Thema einsteigen. Genau, bei Minute 10 genau. wird langsam eingefadet. Ja, ich muss ja auch sehen hier, ne? Jede Minute kostet Geld, insofern. Der, auf jeden Fall. Der ja. Anfang ist immer nur bei den Versionen dabei, die er uns zur Hörprobe schickt. Genau. Ah, genau. Die Sachen online, da ist immer nur Svens Spur dann zu hören. Genau. Oh, ey, letztes Mal ist mir ja was echt Bescheuertes passiert, ey. Da hab ich den Podcast dann am Ende in Mono rausgespielt. Das war alle total verzerrt und so ist er dann auch erstmal online gegangen. Und ich dachte so, oh, scheiße. Und dann musste ich das irgendwie nochmal neu machen und so. Und Gott, da habe ich irgendwie beim Rausspielen irgendwie nicht aufgepasst, so ein bisschen offensichtlich. Hättest du doch einfach in Klammern Agro-Mix oder so dahinter gesetzt oder so. No, Agro-Tech-Mix. Ja, aber nee. Stimmt, eigentlich könnte auch mal jemand unseren Podcast remixen, oder? Ja. Ich glaub, weiß nicht, ob ich das möchte. Möchte man. Könnte lustig werden, muss aber nicht. Wird allerhöchste Zeit. Oh Mann. Die bringen wir dann als 12-fach-LP-Version raus. Genau. Ja, genau. Ja. In Vinyl. Für die Nerds. Auf Vinyl. Ey, apropos Vinyl, Sven, ja. Bleibt's denn bei unserem Release-Date? Das rückt ja immer näher. Hast du was gehört aus dem Presswerk? Also ich hab jetzt Fragen noch, die Masken, sind die gesund? Ich hab noch nichts Negatives gehört bisher. Aber da ich ja letztendlich die ganze Abwicklung kümmert sich ja auch die Plattenfirma drum. Insofern, also ich wurde bis jetzt noch nicht auf eine Verzögerung hingewiesen. Insofern gehe ich mir jetzt mal davon aus, dass das alles so bleibt. Irgendwie, ja. Ja, da können wir eigentlich gleich mal loslegen, weil die Isabella hatte nämlich gefragt, das ist jetzt noch ja nicht so alt, die Mail, aber die können wir mal vorziehen, weil ob es wieder so ein Pre-Listening-Event gibt, weil natürlich das Shadowplay-Event ist ja nun inzwischen abgesagt für den 29.01. Und wir hatten eigentlich auch noch eine Release-Party geplant, aber das wird ja nun auch nix am 12. Februar. Und jetzt haben wir eine andere Geschichte gefunden, und nämlich auf Second Radio wird es ein 2-stündiges Special geben mit uns quasi an den Mikrofonen sozusagen. Und da hören wir das Album und alles soweit. Also quasi wie so eine Release-Radio-Show machen wir da. Das ist doch auch nicht schlecht. Genau, und da kannst du ja eigentlich auch schon ein bisschen Werbung machen, oder? Weil ich glaube, das Technische haben wir ja schon geklärt, dass unsere Hörerinnen und Hörer live dabei sein können.
Erzähl doch genau. Mal, wie wir das machen. Genau, also ich habe quasi auf unserer Internetseite solarfake.de wird es dann ein Chat geben. Und da könnt ihr quasi, weiß ich nicht, Fragen stellen, die wir, wenn es die Zeit erlaubt, dann in der Sendung dann noch vielleicht behandeln können oder so. Vielleicht Fragen zum Album oder Kommentare zum Album oder was auch immer. Und ich denke mal, nach der Sendung, also die geht von 20 bis 22 Uhr, nach der Sendung werden wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen im Chat bleiben, so ein Stündchen oder so, und können uns dann noch euren Fragen widmen. So, ja. Also Second Radio gibt es quasi als Livestream im Internet oder in, ich glaube, in Leipzig und in Chemnitz auch im DRB Plus und im Kabelnetz und alles soweit, ja. Ja, das ist total witzig. Ich habe nämlich letztens mal mal geguckt, was ich noch so für Sender habe und habe tatsächlich bei mir Second Radio entdeckt. War ich völlig baff, total abgefahren. Ja. Und aber alle, die jetzt nicht im Empfangsbereich wohnen, können es halt im Livestream quasi hören, im Netz irgendwie. Ja. Genau, und ihr müsst euch diesmal nicht irgendwie irgendwo anmelden oder so zum Chatten, sondern braucht auch kein Facebook und nicht. Einfach so auf unsere Internetseite gehen, aber das sagen wir dann nochmal genau an oder ich schreibe nochmal Newsletter und weiß ich nicht, auf allen möglichen Kanälen, wenn wir das noch ein bisschen publizieren, wie das dann alles funktioniert. Aber ja, so. Also ich meine, das ist halt nicht so geil wie ein Release-Konzert, aber sagen wir mal, unter den gegebenen Umständen, wo jeder zu Hause bleiben muss, ist das doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, hoffe ich, denke ich mal. Ich denke auch, ich will mal eine Radiosendung machen. Wir beide waren ja schon mal Moderatoren einer Radiosendung, damals noch zu Dreadful Shadows-Zeiten. Stimmt, bei Radio 1, ne? Irgendwie hatten wir mal so eine Nachtsendung. Echt, da irgendwie, ja, eine. Ja. Das ist dann auch ein bisschen ausgeartet, dem Rotwein doch zu sehr zugesprochen hatten und der Moderator irgendwann weg war und wir alleine dann moderierten. Stimmt. Und irgendwann mitten in der Nacht kam dann der Sendeleiter und hat: Was macht ihr denn hier? Das könnt ihr doch nicht senden. Und ja, stimmt. Das war also so richtig live und über UKW, oder was? Scheinbar. Ja, also offensichtlich. Der Sendeleiter hat es zumindest gehört. Wer hat es gehört? Na, der Aufnahmeleiter oder der Sendeleiter, der kam extra von zu Hause und hat gefragt, was denn hier los ist. Der kam von zu Hause, das ist ja geil. Weil der eigentliche Moderator schlief schon irgendwo weinselig irgendwie und dann haben wir die Sendung. Wir sollten ja auch ganz viele CDs mitbringen und so, mit Musik, die wir mögen und so. Und das haben wir natürlich gemacht. Und dann haben wir irgendwie echt, glaube ich, auch teilweise überzogen. Aber mein Gott, wenn sonst keiner weiter da ist, dann war auch nachts, das war jetzt nicht zur Primetime oder so. Nee. Aber bei Fritz waren wir auch ein paar Mal irgendwie, kann ich mich erinnern. Aber das war immer so am Tage eher. Ja. Aber ist auch schon sehr lange her, also meine Güte. Ja. Will man ja nicht wissen, wie lange. Ja, aber krass, oder? Was waren das für Zeiten, wo auf Fritz und Radio 1 im Tagesprogramm noch solche Kapellen irgendwie interviewt wurden? Ja. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, bin ja kein Berliner, aber immer wenn ich es mal höre, zerren die, glaube ich, mehr von ihrem guten Ruf, als dass ich denke, das war jetzt aber wirklich mal cool, oder? Ich weiß nicht, wie ist das so? Hört das noch jemand von euch? Nee. Okay. Vielleicht tun wir dir nur Unrecht, das sind die coolsten Sender überhaupt. Kann sein, Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das so hört, ihr da draußen, ob ihr Radio hört und ob das noch gut ist oder ob es mittlerweile auch nur noch Kommerz ist. Wie wir alle. Apropos Kommerz, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten? das Kommerz? Achso, du meinst die erste Frage. Genau. Ich dachte, du machst jetzt die ersten Produktplatzierungen hier oder so. Genau. Ja, naja, dann machen wir das noch, bis wir unseren Gast dazu holen. Dann, Maike fragt, ob wir in einer oder in unserer Band alle gleich viel verdienen. Ha, gute Frage. Das weiß ich nicht, ich kenne die Abrechnung nicht. Nee, in unserer Band ist es natürlich so, der Einzige, der was verdient, bin ich, ist ja klar. Ja, alle anderen zahlen dafür, dass sie mit mir zusammen auf der Bühne stehen dürfen. Das ist ja eigentlich klar. Und das ist nicht billig. Genau, so läuft es. Es ist nicht billig, nee. Hey. Aber ich lasse sie alle ausbluten immer. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, so wie Axl Rose damals. Genau, so sieht's aus.
Sein Buy-in-Turmer sozusagen. Wird dann immer neu verhandelt am Anfang des Jahres. So, und wenn ich überwiesen habe, kriege ich die Tourdaten, oder? So ungefähr. So sieht's aus. Ja. Nach Zahlungseingang erst auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. Also, ja, nee, hab ich die Kreditkartendaten von beiden. Ich ziehe mir das immer direkt ein irgendwie. Als wenn ich eine Kreditkarte hätte. Ja, die Bank musste mir erstmal. Also ich weiß ja nicht, wie das in normalen Bands so ist irgendwie. Also bei Shadows war das so, da haben wir alle gleich nichts verdient, ne? Ja. Da haben wir alle gleich viel nichts verdient. Kommunistische Band gewesen. Ja, genau. Da ist nie irgendwas übrig geblieben. Stimmt, wenn alle gleich nichts verdienen, ist es auf jeden Fall immer fair, ja. Ja, das stimmt. Und dann macht es am einfachsten, die Abrechnung. Das stimmt, ja. Ja. Ja, haben wir die Frage ausgiebig beantwortet, würde ich sagen. Und die Frage mit den Weihnachtskeksen, die ist schon ein bisschen nicht mehr up to date. Das stimmt, aber da ging es ja auch noch, ich habe die jetzt drin gelassen wegen Lieblingsbüchern irgendwie. Also so, ich meine, Erzählt mal, habt ihr Lieblingsbücher? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich habe eins. Und zwar Patrick Süskind, das Parfüm. Ah, ja. Das, was es auch als Film gibt quasi. Genau. Wobei der Film natürlich um Längen nicht ans Buch rankommt. Ja. Ah. Ja, es ist wirklich so. Also über einen Geruch zu schreiben, also über jemanden, der sich die Welt übers Riechen entdeckt, das hat er echt genial gemacht. Okay. Finde ich. Also ich hab ein einziges Mal in meinem Leben eine Verfilmung gesehen, nachdem ich ein Buch gelesen habe, fand das so zum Kotzen, dass ich wirklich jetzt knallhart nur entweder oder mache. Allerdings, ich lese ja kaum so normale Geschichten, deswegen ist das jetzt erstmal nicht so wild. Ja. Aber wirklich, das ist komisch, wenn man so die Gesichter und sowas vor Augen hat, dann sehen die ganz anders aus und verhalten sich so komisch auf der Leinwand. Ja. Das ist irgendwie... Finde ich irgendwie schräg. Ich muss sagen, ich habe bisher bei diesem Verfilmungskram habe ich bisher nur einmal ein Buch gelesen, was nicht so geil war wie der Film, und das war Fight Club. Also da muss ich sagen, ist wirklich der Film geiler als das Buch irgendwie. Das ist schon erstaunlich. Ja. Und ich habe lustigerweise zuerst das Buch gelesen. Ich glaube, ich habe das erste Buch gelesen und dann den Film gesehen erst oder so. Irgendwie ganz komisch. Ja. Naja. Weil das Buch war ja eigentlich total, ich habe mal auch mal da ein bisschen gegoogelt. War ja jetzt nicht gerade irgendwie ein Bestseller, ne? Nee. Und er hat das ja auch total billig verkloppt irgendwie, seine Rechte. Ja. Irgendwie. Naja. Ja, aber hast du ein Lieblingsbuch? Nee, eigentlich nicht. Also nichts, was ich jetzt immer wieder zur Hand nehme und drin rumlese oder so. Naja. Und selber? Bei dir ist ja, ich meine, dein Lieblingsbuch ist bestimmt irgendeine Biografie. Als Kind hatte ich mal ein Lieblingsbuch, das hieß Der Handschuh. Das weiß ich noch. Das war in so einer Handschuhform. Das war natürlich ein Kinderbuch. Cool. Das habe ich abgöttisch geliebt. Das musste meine Mutti ständig vorlesen und die Bilder dazu zeigen. Okay. Und aktuell ist, damit kann ich gerade nicht dienen. Ja, super. Scheint dich aber nachhaltig inspiriert zu haben. Ja, jetzt vor allem frage ich mich gerade die ganze Zeit, wo das abgeblieben ist. Weil also entsorgt habe ich es definitiv nicht und meine Mutti bestimmt auch nicht. Muss ich morgen gleich mal einen Keller durchwühlen. Muss ja sein. Du? Genau. Da kannst du gleich nochmal drin stöbern. Ja, ja, genau. Poste bitte ein Foto auf Facebook, wenn du die Fotos hast. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich möchte das gern sehen. Vielleicht nur bei dir im Messenger, aber... Ja, ich poste es dann. Danke. Ja. Genau. Nina fragt, ob wir in der letzten Zeit mal einen Song neu oder wiederentdeckt haben. Und wenn ja, dann welchen? Ich entdecke manchmal eigene Songs wieder, indem ich manchmal auf dem Rechner alte Songdateien durchgehe und angearbeitete Songs wieder aufmache und denke, Mensch, warum hast du denn den nicht weitergemacht? Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es war, glaube ich, hier nicht die Frage. Nee, also, nee, dann nein. Okay. Nee, ich in letzter Zeit auch nicht. Ich habe in letzter Zeit so viel, also eigentlich nur eigene Musik gehört und deswegen ja nicht so viel andere Zeug. Und wenn dann immer nur analytisch jetzt beim Mastern oder so,
aber eben ja auch Songs, die ich gut kenne und von denen ich weiß, dass die gut klingen, irgendwie so als Vergleich oder so. Aber jetzt, nee, also dabei ist mir jetzt erstmal nichts untergekommen, was ich wiederentdecken hätte müssen oder so. Na, Jeans, du hast da bestimmt ein bisschen mal zu erzählen, oder? Bestimmt. Naja, also in der Tat entdecke ich gerade ganz viele so Schallplatten von mir wieder, weil ich habe ja erzählt, dass ich jetzt viel Zeit habe zum Musik hören. Habe ja auch mal angefangen, die zu waschen. Völlig crazy. Ja. Und da hat man natürlich echt viele Platten in der Hand, wo man denkt, Alter, die hast du irgendwie jetzt schon 3 Umzüge mit dir rumgeschleppt und nie wieder irgendwie aufgelegt. Und die höre ich dann noch wieder öfter. So. Okay. Das ist eigentlich, aber jetzt mich da auf eine festzulegen, ist schwierig. Mm. Das sind alles so um die Nullerjahre, so 2000, die 2000er-Wende irgendwie rum. Mhm. Da habe ich doch viel Musik gekauft, Platten, und da gab's keine Ahnung, also bevor das Wort Emo zu so einem Schimpfwort wurde, gab's da wirklich mal so eine Subkultur. Heute nennen die Bands sich, glaube ich, selber lieber College Rock, obwohl das damals das Schimpfwort war. Ja, also das ist für mich auch immer noch, ja. Ja, ja. Ich sag mal so emotionalen, melodischen Punk oder so, würde ich sagen, wobei für Punk ist es dann wieder viel zu egal, aber da gab's mal so wirklich ganz viele Bands, die ich ganz cool fand und so, die ich jetzt so wiederentdeckt habe und okay. Mal wieder höre. Ja. Ja, schön. Super. Kennst du eigentlich auch den Musikzweig Shoegazer? Ja, klar. Natürlich, ja. Das ja, den finde ich übrigens auch total, das ist wirklich der absolut bescheuertste Name. Völlig absurd, total absurd, oder? Aber eigentlich eine coole Musik, also sehr, sehr langsam, ja, aber ja, sehr cool irgendwie. Ich finde es schon auch ziemlich cool, ja. Also aber gefällt mir auch super. Soll wohl daher kommen, dass die Typen so schüchtern sind, dass sie die ganze Zeit auf ihre Schuhe gucken, weil sie sich nicht trauen, ins Publikum zu gucken. Ah, also tatsächlich, den Namen habe ich nie hinterfragt. Ich weiß nur, dass ich den bescheuert finde wie Sau. Und also ich sag mal so, die bekannteste Band von dem Genre, hier My Bloody Valentine, finde ich auch ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Aber so andere Kapellen, das kann man sich schon geben, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Nina fragt noch weiter, was im Rückblick unsere Top 3 Momente aus den ganzen Podcast-Folgen sind. Also da hätte man sich auch wohl vorbereiten müssen, wa? Vielleicht, wenn ich es mir merken könnte, würde ich die Frage zurückstellen, wir bereiten uns alle mal drauf vor, aber ich wüsste das doch ja nicht mehr, ich müsste mir das erstmal alles anhören nochmal. Mann. Ich weiß doch heute nicht mehr, was gestern war. Also. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, wenn manchmal kommt dann ja irgendwie freitags, wenn wir den posten, irgendwie so Kommentare oder man kriegt mal noch eine Nachricht und da denke ich mir, scheiße, was hast du denn da wieder erzählt? Dabei ist das ja erst ein paar Tage her. Irgendwie, das ist sofort wieder weggespült. Ja. Ja. Deswegen erzählen wir seit 10 Folgen immer nur denselben Scheiß. Ja. Also, wobei ich habe wirklich, also ein Highlight habe ich auf jeden Fall, das war hier unser berühmter, oft zitierter Annen-Mai-Kantereit. Okay, Moment, ja. Der war schon ganz groß, ja. Als mich André ganz in Ruhe hat ausreden lassen. Ja. Das ist schwer zu toppen. Ja, das war schön, ja. Ja. Ich glaube, ich fällt jetzt. André, bei dir irgendwas? Nee. Spontan? Oder? Kann ich so spontan ja nicht sagen. Das war viele, viele lustige Momente dabei. Also da, auf jeden aber Fall. Aber da jetzt direkt 3 rauszuwählen, nee, könnte ich nicht sagen. Ey, wüsste ich jetzt auch gerade nicht irgendwie. Da müsste ich nochmal nachhören, die 32 Folgen. Ich denke auch. Weiter fragt Nina, ob sie aus, quasi, sie ist aus Westdeutschland, ob wir eine ostdeutsche Essensspezialität, die klassisch aus der DDR kommt, empfehlen können, die sie auch probieren könnte. Na, mir fällt da spontan sofort Soljanka ein. Stimmt, Soljanka ist gut. Wenn man, darf man allerdings kein Veganer sein, oder? Hast du da schon mal eine vegane Variante? Doch, die habe ich auch veganisiert. Na klar, ja, klar, das ist doch total easy. Ja. Klar, da wird einfach Räuchertofu und so ein bisschen Salami genommen. Ja. Stimmt, und letztendlich ist ja das Lecho und so, was den Geschmack macht. Da darf man echt nicht geizen, da kaufe ich immer das gute Premium Lecho, was 10 Cent teurer ist. Dafür liebe ich ja übrigens meinen Späti hier um die Ecke, da gibt's echt Lecho. Da kannst du, wenn du Sonntag Bock auf Lecho hast, das ist ja schon echt speziell, kommt bei mir aber vor, noch ein Glas Lecho kaufen. Aber das ist für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, was Lecho ist, weil ich glaube, alle in Westdeutschland wissen es nicht. Das sind so eingelegte Paprika, ne, die man dann warm macht in so einer roten, Paprikasoße, ne, irgendwie. So eine rote Soße mit eingelegten Paprikas drin. Ja, soweit ist das. Das ist kein Boxer aus der Ukraine, das ist eine ungarische Paprikaspezialität. Stimmt, aus Ungarn eigentlich, ne? Genau. Ja. Ja.
Gab's in der DDR auch schon, klar, sonst wäre ich ja keine DDR-Spezialität. Aber mir fällt da ein, die klassischen DDR-Spirelli mit, früher waren sie mit angebratenen Jagdwurstwürfeln und Zwiebeln und Ketchup-Soße, aber das kann man auch mit Seitan machen, habe ich festgestellt. Und mit Ketchup schmeckt super. Ja. Ja. Also, Wahnsinn. Wer da Interesse hat, Rezept können wir gerne online stellen. Oder? Das stimmt. Also oder Jägerschnitzel war ja auch so ein Klassiker und das veganisiere ich mittlerweile auch. Und da habe ich auch eine Wurst, für die habe ich glaube ich schon mal hier Werbung gemacht. Die ist so geil. Also auch mit dem Eiersatz, das funktioniert ganz gut mit dem Panieren. Okay. Ja, stimmt. Das ist auch so ein typisches Ossi-Ding, ja. Ja. Wahnsinn. Und dann gab's ja noch, tote Oma. Aber das mochte wahrscheinlich niemand. Ich weiß ja nicht, was kind, das ist. Das gerne ist. Es klingt auf jeden Fall ekelhaft. Was ist es denn? Ich weiß ja nicht, was das ist. Das war so eine Blutwurst. Wirk. Also so eine Blutwurst, da war glaube ich. Wie heißt das eigentlich? Das hatte auch einen richtigen Namen. Krützwurst, ist das Krützwurst? Ja, nee. ich glaube Krützwurst, aber ich weiß es nicht. Das klingt wie ausgedacht, deswegen hast du gedacht, das stimmt. Auf jeden Fall war die Wurst eine braune Masse, irgendwie mit Hafergrütze irgendwie drin, da war der Name und das wurde in der Pfanne gebraten. Zu einer durchfallartigen Substanz reduzieren lassen. Und dann wurde das irgendwie über Kartoffeln drüber gejaucht, sodass es aussah wie, Jetzt erinnere ich mich gerade, das gab es in meiner Schulspeisung. Oh, ja, das kann ich gerade sagen. Schulspeise schön auf dem Plastikteller mit Alu besteckt. Das ist der Klasse. Genau. Und ich habe es nicht einmal gegessen, weil ich immer fand, das sieht aus, ob jemand auf den Teller gekackt hat. Irgendwie. Ja. Ich muss echt gestehen, ich habe es auch nie probiert in meinem Leben. Ich auch nicht. Nee. Ich kenne auch kein Kind irgendwie. Ist dieses Gericht, was man heutzutage nur noch in authentisch verfilmten Gefängnisfilmen sieht. Oh Mann, ey. Igitt. Sah echt aus wie Diarrhoe. Ja, Nina, das ist doch mal eine schöne Empfehlung, oder? Kannst du mal schön tote Oma kochen Sonntag. Da müsste ich jetzt aber ja nicht und uns erzählen, wie es schmeckt. Wie man das vegan hinbekommt. Das ist ja. So was ekliert habe ich in vegan, glaube ich, noch nicht gefunden im Biomarkt. Ich auch nicht, ne? Boah, nee, also ich weiß nicht. Und das war echt geil, wenn irgendjemand mal tote Oma vegan auf den Markt bringt. Also der wäre mein absoluter Held. Allerdings ist tote Oma auch echt ein krasser Begriff. Ja, stimmt. Ja. Ist auch nicht schön. Also, ja. Boah, also die Omas auch. Ja, eben. Ja. Und was können denn die armen Omas dafür? Ist doch nicht schön. Ja, echt. Scheiße, jetzt kriege ich mich gar nicht mehr ein, wenn ich an vegane tote Oma denke. Ja, machen wir noch eine Frage oder was? Wir können ja, dann können wir ja anrufen fast. Hä? Ja, eigentlich ja. bei mir läuft gerade die Waschmaschinenwasser in den Trapf. Das hört sich super an. Habe ich auch gleich wieder die nächste Zonen-Story vor Augen. Bei uns waren ja auch die Waschmaschinen nicht Kindervollautomaten, aber bei euch bestimmt auch nicht, oder? Nee. Wurde ja schön irgendwie gewaschen, dann abgepumpt mit dem Schlauch in der Badewanne. Mhm, genau. Und dann, meine Eltern hatten damals dann so eine Schleuder, so eine Trommelschleuder. Genau, ich wollte es gerade sagen, eigentlich, du hast das letzte Mal schon ausgeschnitten, weil ich so persönlich wurde, aber ich habe da sofort das Bild von meiner Mutti, die so auf der Schleuder sitzt vor Augen, weil die natürlich die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen sind, also die Schleuder. Genau. Scheiße, können wir jetzt überlegen, ob wir es rausschneiden, ansonsten lachen wir hier völlig sinnlos plötzlich mal mitten im Podcast los. Dann können wir eigentlich unseren Gast anrufen, oder? Mein Gott, siehst du, haben wir auch die Zeit rumgekriegt. Sehr schön. Ja, cool. Wunderbar. ich suche Obst, jetzt ist alles aus hier. Ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt, ihr auch? Ja, ich auch, weil das ist so ein richtiger Promi. Ja, genau. Was trinkst denn du? Das klang gerade interessant. Ich mache mir gerade das zweite Bier auf. Ah, sehr gut. Das zweite. Ich trinke halt auch mein köstliches Jever. Na, bei sehr dir, schön. Sven? Ich trinke so ein Bananen-Smoothie-Eis mit Rum. Das ist auch lustig. Bananen-Smoothie-Eis mit Rum. Ja, also so quasi gefrorene Banane und so ein bisschen Rum. Und das alles geschreddert quasi mit einem Pürierstab. Ganz cool. Ist auch so Sprühsahne drauf und so eine Fontäne?
Ja, genau. Nee, so ein Schirmchen, so ein schönes Cocktailschirmchen. Ich ruf mal Lucy an, mal kicken. Ja. Schauen wir mal. Ja, mach mal. Und ihr noch ausartet. Ja. Geneigter Hörer des Solar Fake Podcast. An dieser Stelle wäre eigentlich der Teil mit Lucy van Ork gekommen. Wir haben auch ein tolles Gespräch mit ihr geführt, doch leider gab es ein technisches Problem bei der Aufnahme, wodurch wir diesen Teil jetzt leider nicht ausstrahlen können. Deswegen endet dieser Podcast jetzt schon. Aber wir wiederholen unser Gespräch mit Lucy im nächsten Podcast und der wird dann auch ganz bestimmt wieder länger. Nehmt es uns bitte nicht übel, sowas kann leider mal passieren. Wir haben uns nicht mal verabschieden können. Deswegen tue ich das jetzt mal stellvertretend für alle. Wir freuen uns auf nächste Woche, dann tatsächlich mit Lucy van Ork und wieder in normaler Länge. Bis dann. Tschüss.